Ich lege mich fest. Neben Dual-Kamera wird das Tech Buzzword 2017 Concept Phone sein. Xiaomi hatte bereits letztes Jahr das Mi Mix und Honor nun das Magic. Doch ist das Gesamtpaket wirklich magisch? Als ich das Honor Magic vor ein paar Wochen auspackte, dachte ich mir direkt, sexy. Das an allen vier Ecken abgerundete Glas sieht wirklich gut aus. Glas gibt es aber nicht nur auf der Vorder-, sondern auch auf der Rückseite. Für mich heißt das, es muss endlich ein Case her. Aber zum Glück habe ich das Gerät bisher erst zweimal fallen gelassen. Soweit ohne jeglichen Schaden am Gerät. Aber man soll den Tag ja nicht vor dem Abend loben. Trotz der beiden Glasseiten kommt das Honor Magic auf nur 145 Gramm. Die Front des Honor Magic nimmt ein 5,09 Zoll Display ein. Für viele dürfte das Gerät damit die optimale Größe haben. Der AMOLED-Screen kann mit satten Farben, guten Betrachtungswinkeln und schnellen Reaktionen auf meine Eingaben überzeugen. Es handelt sich nicht wie sonst üblich um ein Full-HD-Display. Honor verpasst dem Magic ein 2K-Display. Dadurch wirken hochwertige Inhalte gestochen scharf und auch VR macht, wenn das Material mitspielt, entsprechend mehr Spaß. Smartphones können noch so schöne Farben darstellen, performant laufen und schöne Klänge von sich geben. Ist der Akku leer, geht nichts mehr. Das Honor Magic schafft 90% Ladung in 30 Minuten. Das ist ein schneller Kaffee bei Starbucks oder ein kurzer Snack bei Mosh Mosh. Allerdings gibt es hier eine Sache zu beachten, auf die ich zunächst auch reingefallen bin. Für die schnelle Ladung wird nicht nur das originale Netzteil, sondern auch das originale Kabel benötigt. Mein erster Test verlief folglich ganz und gar enttäuschend. Nur 36% in 30 Minuten, statt den versprochenen 90. Dank Ümit von Honor News hat sich der Fehler aber sehr schnell gefunden und ich konnte den Akku nun wirklich richtig flott aufladen. Für euch heißt das, passt bloß auf euer Ladekabel auf, denn ein Drittanbieterkabel versetzt euch wieder zurück in die gefühlte Steinzeit. Unterwegs solltet ihr somit auch das Original Honor-Kabel dabei haben. Außer, ihr habt ein bisschen Zeit für das Aufladen des Akkus. Das Honor Magic sieht nicht nur gut aus, sondern kann auch telefonieren. Nicht nur ich verstehe mein Gegenüber problemlos, auch mein Gequassele kommt gut verständlich bei meinem Gesprächspartner an. Der Mono-Speaker auf der rechten Seite wird erstaunlich laut. Bei 100% kommt es auf den gespielten Ton an, ob man das Ergebnis wirklich noch hören möchte. Insgesamt bin ich aber zufrieden. Selbst wenn man den Speaker komplett verdeckt, bleibt immer noch genug Ton übrig. In der Preisklasse vom Honor Magic könnte man allerdings bereits Stereo-Lautsprecher erwarten. Nötige Performance des Honor Magic sorgt ein High-Silicon Kirin 950. Der Octa-Core-Prozessor taktet mit 2,3 GHz und wird von einer Mali-T880 MP4-GPU unterstützt. Den Prozessor kenne ich bereits aus dem Honor 8, das in Sachen Performance keine Wünsche übrig ließ. Ähnlich sieht es auch beim Honor Magic aus. Apps laden schnell, Videos werden flüssig wiedergegeben und Spiele laufen wie am Schnürchen. Gut, zugegeben. Da hätte schon viel falsch laufen müssen, damit das Honor Magic bei den genannten Aufgaben schwächelt. Aber man muss ja auch mal erwähnen, wenn einfach mal etwas wie erwartet gut läuft. Zur guten Performance tragen auch 4 GB RAM bei. In den letzten Wochen hatte ich nicht das Bedürfnis, den Multitasker zu lernen. Android und Hardware gehen beim Honor Magic Hand in Hand und sorgen so für einen flüssigen Betriebsablauf. Leider hat Honor darauf verzichtet, einen SD-Kartenslot zu verbauen. Somit muss der Nutzer mit 64 GB internem Speicherplatz leben. Ich für meinen Teil komme damit gut klar. Wer allerdings gerne die Netflix-Offline-Funktion nutzt, könnte irgendwann doch ans Ende des Speicherplatzes kommen. Huawei hat den Trend mit 2 Kameras losgetreten und auch das Honor Magic darf sich über 2 Hauptkameras mit 12 Megapixeln und einer f2.2-Blende freuen. Frontkamera löst mit 8 Megapixel auf. Videos werden in Full HD aufgenommen. 4K-Aufnahmen schafft das Honor Magic nicht. Dafür sind bei Full HD 60 Frames per Second drin. Uiuiui, grau in grau. Es wird definitiv Zeit, dass der Sommer wieder kommt. Heute bin ich mal Richtung Bahnhof unterwegs und habe ausnahmsweise mal gar kein Paket dabei. Jetzt erstmal das ganze YouTube-Money abholen. Da drüben ist ein kleiner, kreisförmiger Teich und der ist ein wenig über seine Ufer getreten, spätestens hier. Und damit man keine nassen Füße bekommt, wurden hier Steine hingelegt. Finde ich ja total cool.
Riecht ihr das? Das riecht nach Bacon. Hier sehen Sie die coolste Ente der ganzen Stadt. Wenn nicht sogar der ganzen Welt. Sieht man das? Da ist Schnee in der Luft. Ich hätte gerne 30 cm Neuschnee. Döner mag vielleicht nicht das hübscheste Essen sein, aber nach einem anstrengenden Arbeitstag ist es genau das Richtige. Guten Hunger. Die Frontkamera backt kleinere Brötchen. Diese nimmt nur in 720p auf. Auf dem Honor Magic läuft Android 6.0 Marshmallow mit Magic Live UI obendrauf. Das Magic lernt mit der Zeit, wann ich in den Kindergarten fahre und dass ich auf dem Weg dorthin immer ein Spiel spiele. Es setzt also das entsprechende App-Icon auf den Sperrbildschirm. Ein lernendes Betriebssystem ist schon recht magisch. Hoffentlich entwickelt sich kein Zylon aus meinem neuen Handy. Aber Spaß beiseite. Für Leute, die auf dem Sperrbildschirm Widgets gerne sehen, ist das wirklich super. Magisch ist sicherlich noch das Sicherheitsfeature, das Benachrichtigungen erst anzeigt, wenn das Honor Magic seinen Benutzer erkennt. Neugiernasen wie ich werden somit effektiv von eventuell privaten Nachrichten ferngehalten. Nicht dabei ist USB 3.0. Hier hat Lee Echo die Nase vor Honor. USB-Headsets funktionieren aber dennoch. Dank USB-OTG kann man alles mögliche an USB-C-Geräten mit dem Honor Magic verwenden, von USB-Sticks bis hin zu Mäusen oder Tastaturen. Selbstverständlich kommt das Honor Magic auch mit einem Fingerprint-Sensor daher und der ist sogar auf der Vorderseite. Danke, Honor! Danke, danke, danke. Von mir gibt's dafür direkt einen Extrapunkt ins Hausaufgabenheft. Im Alltag nutze ich ihn vordergründlich zum Entsperren des Smartphones. Den Powerbutton vernachlässige ich hingegen komplett. Gerne darf Honor zum Beispiel beim Honor 9 den Fingerprint auch auf die Vorderseite setzen. Sehr gerne sogar. Der Homebutton dient auch zur Navigation. Ein doppelter Klick öffnet den Taskmanager, nach links swipen bringt den Nutzer zurück und ein Klick auf den Fingerprint führt den Nutzer auf den Homescreen. Erinnert ein bisschen an das Meizu-System. Das Honor Magic liefert auf ganzer Linie ab. Das System ist schnell unterwegs, das Display ein wahrer Augenschmaus und der Akku hält erfreulich lange durch. Trotz USB-C verbaut Honor einen herkömmlichen Klinkenanschluss und verkrault somit keine Nutzer, die noch nicht bereit sind, auf USB-C-Devices umzusteigen. Doch hat das Honor Magic genug Neues, um als Konzeptphone durchzugehen? In meinen Augen nein, aber das hatte das highly overrated Mi Mix auch nicht. Abgerundete Displaykanten und seien es auch nur zwei, kennt man schon vom Galaxy Edge und zahlreichen anderen Smartphones. Und auch der Prozessor ist, trotz seiner guten Performance, nicht auf dem neuesten Stand der Technik. Die bahnbrechendste Änderung dürfte der Lademechanismus sein. Der reicht aber nicht als Grund aus, möglichst schnell vom Honor 8 aufs Magic zu wechseln. Das Honor Magic ist somit spannender als normale Smartphones. Der Begriff Concept Phone droht aber zu schnell abzunutzen. Ihr habt noch Fragen zum Honor Magic? Dann ab damit in die Kommentare. Für mehr Videos von der Nerdbench abonniert uns kostenlos hier auf YouTube, Facebook, Twitter, Google+ und Instagram. Mein Name ist Timon für die Nerdbench.